Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Also ich glaube die achte Folge von Let's Play Paperworld Einzelspieler. Wir sind hier und sind immer noch in Liga 10, was ich sehr gut finde. Nee, natürlich nicht, weil es kann einfach nicht sein, dass wir letzte Folge einfach nur so schlecht gespielt haben oder so. Dass ich mich so aufgeregt habe, das kann einfach nicht sein. Deswegen werde ich mal ein bisschen ruhiger diese Runde werden. Ich hoffe, ja, hier habe ich meine andere Aufstellung und eigentlich wollte ich nur auf Spielen klicken, aber ist egal. Wir drücken dann hier auf Anstoß. Transfer und dann habe ich meinen Spieler rausgesucht, einen Abwehrspieler und einen Innenverteidiger, so gesehen. Ich hoffe, dieses Mal geht es viel besser, ey. Jetzt ist das. Die verletzte erstmal abgeschafft. Kann ich sein. Dann machen wir nur noch online. Und als Spiel können wir schon mal rausstreichen. Wenn halt diese Woche nichts wird. Oder vielleicht liegt es an den Trainer. Man weiß es nicht. Oh nee, ey, wie blöd die das gemacht haben, dass man extra auf Shop klicken muss. Und dann nicht zugewiesen. Damit man eigentlich nicht blättert. Und dann hängt er 10 Minuten. Finde ich gut. So, hier Winter. Warum hängt das so? Ich hoffe, die Aufnahme wird jetzt nicht gestoppt oder so. Weil zu doll. Jetzt gucken wir mal weiter. Die Aufstellung habt ihr ja gesehen. Vorne rechts, bei der Rabi und so. Und seht ihr gleich im Spiel. Aber man merkt den Unterschied hier. 70, da mit 69. 71 und hier richtig schlecht mit Angriff 75, ja, ein bisschen mehr, aber 15. Mittelfeld sind wir auch mehr für Bier besser, aber dafür defensiv und selbst richtig schlecht. Ich weiß nicht, was das Problem ist, ob wir gleich am Anfang im Detail hier holen müssten oder so, aber naja, so ist halt super, wenn man halt fast ein Spiel verliert. Und ich hoffe, gegen Halbprofi werden wir sehr gewinnen. Die sind ja so ein halber Profi. Deswegen könnte es ja nicht so schwer sein. Ach so, und nur noch vorab zu sagen, wenn in dieser Woche nicht genug Top 5 Tore, also jetzt 5 Tore in der Woche kommen, dann ist es wirklich sehr schade. Dann kommt es nicht am Sonntag, sondern in 2 Wochen erst. Ja, also nach dem Sonntag, diesen Sonntag denn. Dann mache ich so eine Vermischung 2 Wochen halt. Weil. Ist halt so. Bei Goalkeeper Saves, da hat man schon genug gesehen bis jetzt. Richtig viele. Und ich werde dann auch nur einen Monat machen. Also, wer am besten halt hat einen Monat. Und dann, ja. Ich bin 343. Hier unsere Spieler. Da die Aufstellung. Von Rex Bellerabi. Ich hoffe, er macht richtig gut. Und da habe ich jetzt schon vergessen, eine Fitnesskarte auf Bellerabi zu machen, weil ich habe nach dem Spiel gesehen, dass das Fitness auf 40 hat. Deswegen ist er so schnell K.O. gegangen. Naja, egal. Es fängt an, das Spiel. So, mal gucken, ob ich mal gewinnen oder ob unsere Mannschaft einfach nicht schlecht ist. Oh nee. Ich hatte ja eben gerade die letzte Folge aufgenommen. Also wo wir einzelne verloren haben und die Stimmen sind jetzt nicht so gut, aber ich werde mich zusammenreißen. Wer ist das denn? Das kann zu lang gehen. So, gut. Der Rabi hat den Ball und der ist schon K.O. Finde ich nett. Und die erste Chance für Sammel. Ja, kriegt von mir ein Like. Den gleichen Gegentor kriegen, ne? Der breche wirklich das Eigenspieler ab.
abwickelt. Weil online ist viel leichter, weil da öfters welche sind, die einfach komisch spielen. Also wenigstens mal daneben schießen, anstatt jeder Ball, wenn er reingeht. Also ich fahre ja den Ball. Oh, schöner Pass auf Sanfieter. Nee, wissen nicht. Kann ich lesen. Ja, wo soll ich denn hinspielen? Und der kommt noch Pech dazu. Ja. Ja. Merke ich nicht viel. Dass du mich nicht magst. Letztes Spiel eh schon 1000 Konter weggegriffen und jetzt kommt noch Pech dazu. Ja. Nee, Mann. Ah, dann renn doch, Bellerabi, du bist doch schnell. Er braucht wirklich eine Fitnesskarte. Er braucht wirklich eine Fitnesskarte, kann ich nicht. Und das denn jetzt? Da lässt er sich wirklich abkochen von ihm. Da lässt er sich wirklich. Ey, nein. Oh, wie sie sich auch bewegen. Ich drücke nach unten und die gehen nach oben. Und jetzt entgegengesetzt. Die unten wieder jetzt. Ja, ist klar. Und der versaut er das. Nee, der wird ausgeweckt. Das kann nicht sein. Ich drücke nach vorne, er macht nichts. 1-0 gegnerische Mannschaft, die kannst du verstehen. Altes Spielerprojekt ab sofort abgebrochen. Nee. Spiele ich nicht weiter, kann nicht sein, dass man hier nur unter Fehlern lebt. Wirklich. Ja. Vergessen den Spieler, ja. Gibt er aber, glaube ich. Kann ich warten. Gibt der erste Spiel schlecht, kann gleich auch besser werden. Jetzt schon zu doof. Jetzt wird gleich die ganze Mannschaft 100 Punkte und sagt er nach dem Spiel. Dann spiele ich gegen andere online. Und gewinne diese Dinge. Alter, ja genau. So als wäre jetzt auch im Real Life, ne? Dass der einfach alles abwehren, wenn man rückschießt. So. Junge, bewegt euren Arsch einfach mal. Und greift doch mal ordentlich an. Ja, sehr schön. Können wir noch? Ja, das bewegt sich einfach kein. Nicht. Ja, heute den Ball. Ich kann's dir. Nee. KI ist sowas von hochgeschraubt hier. Halbprofi spielt hier fast so wie Legende oder so. Kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Ja, sehr schön von Hövedes. Gut, dass ich den nicht ausgewechselt habe. Kopfballtor Hövedes, 45. Minute. Vielleicht lässt sich das doch noch einrichten, dass wir doch Einzelspieler spielen, aber. Ach, Mann, ey. Trotzdem drückt mich das aus. Schon wieder ein Angriff. Nee. Schon wieder ein Angriff weggekriegt. Na gut, 1-1 steht es zur Halbzeit Pause. Hier nochmal die Chancen und Tore und so und so weiter. Bis hier könnte er, wie es ja. Geht der Postenschuss mit Pech. Schade einfach nur die ganze Saison über. Naja, Spiel fortsetzen. Aussetzen brauchen wir ja nicht. Wir haben ja schon Ritter ausgewechselt, weil er einfach nicht schlecht spielt. Hat man gleich bei der ersten Minute schon gesehen. Oh. Sehr schönes Tor von Helmes. Sehr schön. Alter, was für ein Kracher. Von Helmes. Tor Top 5 kommt er natürlich unter. Natürlich kommt er Top 5 unter. Richtig hart geschossen in die Ecke. Also mir gefällt Helmes richtig gut. Letzte Folge zwar nicht, aber sie sind halt manchmal so Spiele. Und dann geht er mir gleich nicht am Anfang gefällt. Gleich so Fehler macht, wie gleich sogar das Tor passiert. Das ist natürlich unten. So, Barney und Kurani. Schneller.
Hatte versemmelt er das? Und der versemmelt er das, ich glaube es nicht. Aber die Aufstellung ist gut bei Konter. Und wie wir bemerken, wir sind schlecht beim Kontern. Wir sind etwa knapp. Was wäre er gewesen? Larabie? Anstatt die KI von unserem Spieler einfach so, wenn ich nach vorne klicke, ne? Dann bewegt sich gleich bei Larabie nach außen oder so. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und den Ball verloren. Vielleicht wird Larabie ausgewechselt. Oder doch nicht, weil er ein schönes Tor geschossen hat. Na gut, 3 zu 1 nach der Halbzeitpause. Fängt schon mal gut an. Bellarabi, glaub, irgendwelche Minute. Aber wieder so ein richtig harter Schuss. Läuft zumindest nicht. Jetzt, so, Kurani hat jetzt den Ball, so, jetzt sind die motiviert. So, durchgesteckt. Okay, L. Und das nächste Tor, Bellarabi wieder. Zuerst wollte ich sagen, ich wechsle ihn aus, aber der mache ich doch nicht. Doch nicht. Der mache ich doch nicht. Der mache ich doch nicht. So. Alter, wie der durchzieht. Wie er einfach nur durchzieht. Ich habe erst gedacht, Helmes kriegt den Ball, aber dann hat doch Bellarabi den Ball bekommen. Dann schießt das 4 zu 1. In der 72. Minute. Alter, was ist jetzt los? Dann sage ich auf einmal, als Spieler Let's Play, yo, get down und so. Und jetzt. Ja, läuft doch. Ey, dass die wirklich im Hintergrund so laut sein müssen. Ich verstehe das nicht. Ich hab doch extra gesagt, die sollen laut sein. Sehr gut. Oh! Da zieht Marin durch. Oh, da wollte ich wirklich von Weitem versuchen. Und ein schönes Tor machen, aber Marin hat leider verfehlt. Okay. Martinez kommt rein. Guero. Geht raus. Stahllos. Wie kann das denn sein? Ist das etwa Höwedes? Nee, müsste er so lang sein. Oh, schön durchgesteckt auf. Am wie? Wer ist das denn? Hey, wer ist das denn? Lajun? Mega kommt rein, Layun ist aus. Quasi Millionen Wellen bei Tanika. Der Abseits. Wirklich. Und natürlich wird der Spieler nicht angesprochen jetzt. Naja, doch Abseits. Ein kleines Stückchen hier, 20 Meter. Oh Mann. Junge. Nee, ne. Nee, ne. Nein. Ja, ist. Oh, schöne Parade. Schön gehalten von unserem Keeper. Oh, da hängt meine Paste fest. Die Böse drückt. Alter. Spielt den Ball einfach jetzt raus. Boah, Alter. Alter, wie schön er gehalten hat. Dass er nicht einfach rausschießt, der gegnerische Spieler. Nee. Und der Torwart kommt doch noch ran. Deswegen steht jetzt noch 4-1. Spielende. Ja, war noch ein echt gutes Spiel nach der Halbzeitpause. Das habe ich gedacht, ja, 1-1. Vielleicht schießen wir ja noch so 2-1, aber das wir nach der 4-1 schießen. Mit zwei Toren Bellarabi, Helmes. Und
Fühle das. Ist doch gut. Vielleicht lasse ich das eigentlich wieder jetzt hier noch drin. Aber hier sieht man nochmal. Oh, Top 5 Goalkeeper-Saves natürlich. 100% drin. Naja gut, dann würde ich nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.